Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich jetzt 4 Ü-Eier aufmachen. Und wie ihr sehen könnt, ist die Qualität der Kamera besser geworden. Gestern ist nun endlich die neue Kamera gekommen. Ja, was heißt neu? Sie ist nicht neu. Sie ist gebraucht. Für mich ist sie nur neu. Und ich hoffe, somit habt ihr jetzt mehr Spaß bei den Unboxings. So, dann machen wir mal die Nummer auf und schauen mal, was Schönes drin ist. So, hier ist das Gelbe vom Ei und dann tatadada, schauen wir nach. Es ist irgendwas zum Zusammenbauen. Und zwar von Go Moving. Das hat ja dann wieder irgend so eine Nummer. Genau, es ist TR-092A. Das soll wahrscheinlich so ein Wurf, ja, Wurfteil werden, was man so rumwerfen kann. Ich werde das jetzt nicht zusammenbauen. Das ist irgendwie Stoff. Und dann hier so ein Gewicht, damit man den Stoff auch werfen kann. So, wie gesagt, ich werde das jetzt nicht zusammenbauen, weil die Sachen, die mir nicht gefallen oder die mir nicht zusagen, die sammle ich auch nicht und die werde ich dann zusehen, dass ich sie eventuell hier loswerde oder über eBay mal gucken. Schauen wir mal. So, jetzt machen wir das zweite Ei auf. Ja, das hört sich schon besser an. Könnte was werden. Überraschung, Überraschung. Und es ist ein Strauß hier aus dieser Serie von Natoons. Und da habe ich ja jetzt mittlerweile habe ich das Känguru, den Panda, den Koala und seit jetzt den Strauß. So, das ist zum Beispiel eine Serie, die ich auch sammeln werde. Die ist ganz gut. Und alle Tiere, die ich hiervon doppelt habe, werde ich denn hier auch nochmal nachfragen, ob da Interesse besteht von euch aus, ob ihr die haben wollt, ups, oder ob ich die dann bei eBay oder in Foren anbiete. Werden wir dann sehen. So, jetzt kommt Nummer 3. Vergesse mal das Schütteln. So. Na. Es könnte eine Figur sein, es könnte aber auch keine sein. Mal schauen. Es ist. Jawohl, es ist die Ziggy. Die Ziggy ist es und die habe ich ja nun schon einmal in den ersten Videos mit nicht so guter Qualität. So, also ich habe mittlerweile die Ziggy und den
Beauty-Schlumpf habe ich auch. So, jetzt könnt ihr mal gucken, was hier bei Zicki steht. Zicki ist die Schwester, die Schlumpfine niemals hatte. Bis jetzt. Aber anders als Schlumpfine ist sie nicht lieb, sondern durch und durch frech. Mit dem Vater wie Gargamel hat Zicki es ja auch nicht leicht. Das hat ihren Charakter geformt. Sie ist zäh, hinterhältig und ständig drauf aus, Schlumpfine auf ihre Seite zu ziehen. So, wie gesagt, soll angeblich selten sein. Aber ich habe sie jetzt schon das zweite Mal. So, nun kommen wir zum vierten Ü-Ei. Und damit auch zum letzten für heute. So, das hört sich mehr als ein Teil an. Jo, ist auch. Es ist aber ein kleiner Porsche, wo ich auch schon einen habe. Und zwar ist es der Porsche 911 Carrera RS, der Leistungssportler. Diesen hier. Und ich hatte ja das letzte Mal den Boxster, den Kurvenfan. So. So sieht er aus. Das ist aus der Reihe Magic. Und diese Reihe werde ich auch sammeln. So, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.